Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es Motorshow Video Teil 2 geht weiter. Direkt hinter Nico ist unser Stand. Dieses Jahr wollen wir mal ein paar neue Sachen vorstellen, euch ein paar neue Gesichter zeigen. Ist jetzt ein bisschen untertrieben, weil wir gehen einfach direkt die Treppe, oder? Zu Marvin, LB Garage. Das ist, glaube ich, das zweite Mal auf der Essen Motorshow. Hat sich eine echt krasse, große Fanbase mittlerweile aufgebaut. Und wir haben es bisher noch nie geschafft, ein Video zusammen zu machen. Und heute gehen wir einfach mal rüber und quatschen einfach mal ein bisschen und gucken einfach mal, was er so zu erzählen hat. Hi. Guten Morgen. Da ist er, der Marvin. Pass auf, ich verkabel dich hier einmal schnell. Oh ja. Dann haben wir das gleich hin vernünftig. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast erstmal. Ja, hey, super gern. Cool, dass du zu Besuch gekommen bist. Zweite Mal dieses Jahr Essen-Motorshow, ne? Ja, genau, ja. Weil ich habe schon gesagt, dieses Jahr, ich habe jetzt ganz vorsichtig gesagt, ein paar neue Gesichter vorstellen. Ist natürlich bei dir komplett untertrieben, weil man kennt dich da auf jeden Fall schon. Aber halt nicht immer so die Standardstände, ne? So, ja. Einfach auch mal neu. Weil ich finde es geil, dass es halt auch Leute gibt wie dich, die halt auch Essen-Motorshow nochmal wieder ein bisschen ranbringen, ne? Ja, also letztes Jahr sind wir so ganz blauäugig eigentlich mal ran. Das war auch generell die erste Messe, an der wir jemals Stand hatten so und halt direkt Essen Motorshow, gleicher Stand, auch in der Größe, ja, hat uns natürlich komplett überwältigt. Ja. Wir waren alle überfordert und dieses Jahr wissen wir ja ungefähr, was auf uns zukommt und das ist mega. Also ich fühle es extrem. Ich finde, bei uns ist das immer so, solange man über Autos nachdenkt, war ja schon immer so ein Traum, einfach mal auf Essen Motorshow im Auto zu sein. Yes. So, das war ja immer so der erste kleine Schritt und jetzt ist es dann so, bumm, auf einmal hast du einen eigenen Stand hier und so weiter. Das ist ja schon irgendwie. Crazy ist auch, ich war letztes Jahr generell das erste Mal auf der Essen Motorshow. Ich war nicht mal als Besucher. Ach so, warst du nie? Noch nie. Ich war, ach so. Autos fühle ich schon lang, aber ich war immer so, halt in meiner Halle habe Autos gebaut. Ich war nie auf Messen oder auf Wörthersee. Ja. Vor 4 Jahren das erste Mal. Also ich war autotechnisch immer begeistert, aber nie so in der Szene unterwegs. Krass, ja. Nee, bei uns war schon so, dass wir einmal im Jahr zur Essen Motorshow mal rübergepilgert sind. Ja. Okay. Dafür, dass es auch eigentlich auch nicht so mein Ding war im Sinne, was die Autos, weil ich war halt schon immer eher Leistung, Viertelmeile und so weiter. Ja gut, ja, da kommst du her. Ja. Und Essen Motorshow ist ja eher mittlerweile auch wieder Leistung. Also du siehst schon an allen Ecken so ein bisschen so diese Autos. Ja. Aber es ist halt wirklich alles querbeet. Ja, safe. Also viel Style vor allem. Also gerade hier jetzt in der Halle, ne? Tuning Experience, da siehst du halt das Ding auf Luft, schön breit, gefittet. Vergleich Essen Motorshow und Tuning World Bodensee? Weil du kommst ja vom Bodensee, das heißt eigentlich ist deine Hut eigentlich da unten so. Wir waren auch an der Tuning World letztes Jahr. Mhm. Nee, dieses Jahr. Da war ich zum Beispiel noch nie. Ich muss sagen, ich finde es halt mega geil. Es ist natürlich nicht so groß und crazy wie jetzt die Essen Motorshow, aber es ist so ein bisschen familiärer und vor allem für uns halt so 45 Minuten weg. Da kannst du 5 Autos auf Achse schnell hinfahren. Das ist halt geil. Ja. Also ich finde die Messe sehr, sehr nice eigentlich. Das habe ich mit Jean-Pierre auch immer. Ja. Dortmund sein Heimvorteil. Ja, das ist halt geil. Ja. So, ne? Und andererseits finde ich aber, kommst du auch nicht so in dieses Messeleben rein, wenn man halt abends wieder zu Hause steht. Ich fahre nicht heim. Nee. So. Ich fahre nicht heim. Achso, wo bist du da? Wir bleiben da allein wegen der Aftershow-Party. Ja. Muss ja irgendwo. Also ich fahre ja nicht 45 Minuten noch ein Taxi. Soll nicht langweilig werden. Genau. Ja, geil. Okay, cool. Aber sonst alles happy, zufrieden? Ey, es war alles auf dem letzten Drücker wie immer. Das Auto ist vor 2 Tagen, also 2 Tagen vor der Messe fertig geworden. Mhm. Wir haben. Die Bänder sind so am Tag davor gekommen und so. Immerhin, unser ist noch gar nicht da. Wir hören die von letztes Jahr noch oben rangetackert, weil der kommt erst am Montag. Ja, was sollst du machen? Aber es ist immer wieder geil einfach. Ja, es ist, du hast ein Jahr lang Zeit, du weißt ein Jahr lang, dass die Messe da ist. Ja. Und du schaffst es halt trotzdem so einen Tag davor. Ist auch. Ich habe da ganz viel Diskussion mit meinem Bruder immer drüber, weil der versucht mich immer so in die Richtung zu bringen, dass man das auch mal planen kann. Ja, theoretisch könnte man das ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie funktioniert es einfach nicht. Ne? Und es ist ja nicht so, dass wir irgendwie rumsitzen und nichts machen. Muss man ja ganz ehrlich sagen, man weiß ja schon, Alter, die nächsten 4 Wochen ist man durchgehend am Schrauben, aber es reicht einfach nicht. Ich finde es geil, dass es nicht nur bei uns so ist. Nee, es ist wirklich, es ist wirklich so, ich habe doch zu meinem Lagermitarbeiter, zu Pierre, gesagt, dieses Jahr ist ein Motorshow-Aufbau, wird ganz entspannt. Wir machen Samstag das, wir machen dann das und das. Ja, am Ende kann die Limo am Montag, am Ende gar nichts. Am Freitagabend. Ja, genau. Freitagabend, ne? Ja, krank. Ja, geil, lass mal gucken gehen hier. Ja, safe. Ja, das ist das. Ah, der gute VR. Ja, oder? Warte mal. Ich gesehen habe, Motorswap, habe ich gleich gesagt, muss VR rein. Ja, das geht auch mit auf die Kappe von meinem guten Freund Mari. Mhm. Der ist echt begeisterter VR6-Schrauber. Hat auch viele Golf 3 schon mit VR6. Der kommt auch aus dem Golf 3. Aus einem alten Golf 3 von eben besagten Kumpel Mari. Den haben wir ausgebaut. Der wurde schon mal, also jetzt, ich glaube nicht, dass der jetzt komplett überholt wurde, aber halt alles schon gemacht. Wir mussten eigentlich am Motor selbst nicht mehr viel machen, haben uns dann trotzdem entschieden, den nochmal schick zu machen wenigstens. Ja, ja. Einmal, ne, ganz viel lieber an meinen besten Freund, der Chris, der hat da wirklich alles lackiert, was irgendwie geht noch. Ja, ja. Und am Ende
wurde er dann auf den letzten Drücker, also 6 Wochen waren wir jetzt dran. Ja. Also ich weiß noch, ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, als du den A6 damals bei dir in der Halle lackiert hast. Ja, das ist schon ein paar Jahre. Wie lange ist das her? 5 Jahre so? Ja, 5 Jahre ungefähr. Im Partyzelt haben wir den damals lackiert. Und das waren auch noch die Zeiten, wo dann auf Achse mit der Kiste nach Berlin. Ja, und dann geht er da kaputt, ne? Reparierst du bei irgendeinem Abonnenten in der Halle noch dein Auto. Kupplungsgeber, Nehmer, einer von beiden. Ja, aber das, also wir fahren nach wie vor auf Achse, auch der wird getüfft im Frühjahr. Wir haben ein Auto gebaut für die Messe eben, den Audi A6. Aber ansonsten versuche ich nach wie vor immer so zu machen, dass das auch auf die Straße kann. Aber echt, einfach das Auto selber lackiert, ne? Also wirklich einfach. Ja, also Party. Das war ja so ein, auf Amazon so ein großes Partyzelt gekauft, Lampen reingehängt, eine Absaugung gebaut und dann halt, ne, gib ihm. Nur mit Schutzbrille, gell? So sieht's jetzt aus für heute. Das ist der Stand. Hier oben haben wir unser Trotec Windmaschinenlüftding reingebaut. Das zeigt uns, dass hier drin ein Überdruck herrscht, den wir brauchen, um die Luft sauber zu halten. Ich habe das jetzt mal hier so rein provisorisch aufgebaut. Die Plastikgrundierung ist drauf. Fertig. Aber dieser Lichtkreis hier, dieses leicht orange Schimmern, verdammt geil. Sieht schon fast aus wie ein Effektlack. Ändern sich eure Projekte so mit der Zeit? Also würdest ja, du sagen? Schon. Also ich sag mal, man hat halt andere Möglichkeiten. Aber ich würde jetzt mal so im Groben behaupten, wir machen immer noch Autos, die eigentlich jeder irgendwie bauen kann. Jetzt sei es vom Geld, aber auch so vom Können. Klar, mein bester Freund ist Lackierer, das muss man fairerweise sagen. Aber am Anfang haben wir auch selbst lackiert. So, ne? Also das geht schon. Und auch so ein VR6-Umbau. Ein Schlachter für 800 Euro gekauft, da war der Motor drin. Bisschen schön lackiert. Ja, wir haben versucht, den Originallook zu behalten. Wir haben nach wie vor 4 Loch. Das ist ja TÜV-Thema auch immer so eine Sache. Eigentlich 500, ne? Genau, aber dann wäre die Achse zu breit geworden fürs Luftfahrwerk und dann wäre es wieder nicht legal, weil dann rollt das Ding nicht und lenkt nicht mehr auf 0 Bar. Mhm. Also haben wir vorne eine ganz normale Golf 3 Achse mit Stabi halt verbaut auf 4 Loch. Und hinten haben wir die Golf 2 GTI Achse, die hat eine Scheibenbremse und einen Stabi. Und so kriegen wir das dann am Ende auch eingetragen. Ja. Nee, weil ich sehe, dass die Detailverliebtheit auf jeden Fall auch immer größer wird bei euch. Ja, ja, das ist so. Ja. Weil man muss schon sagen, ist schon echt sauber gebaut, auch für die Kürze der Zeit. Und wie du selber schon sagst, bezahlbar für viele. Es ist ja so, sauber bauen kostet ja nicht immer gleich das viel Geld. Das ist es eben, genau. So, ne? Es kostet halt viel Zeit, deswegen dauert das immer so lange. Ne? Ja. Aber es ist ja schon alles schön auslackiert, nicht irgendwie die Kabel dann durchgeschmissen. Genau, und so einfach so ein bisschen Ordnung halten. Und ich meine jetzt, klar, sowas hier lackiert ja keiner in der Halle so perfekt. Mhm. Aber das Getriebe und irgendwie so ein Hauptbremszylinder, ja, den kannst du schwarz lackieren und schon sieht das alles wieder ein bisschen geiler aus einfach. Ein bisschen fresher. Ja, auf jeden Fall. Aber ist auch krass, was nur so ein bisschen Wagenfarbe auf einer Ansaugbrücke gleich immer ausmacht. Ne? Und hier so mit einer Spritze halt reinlaufen lassen. Wie früher halt von Amazon noch die roten Zündkabel für 3 PS. Die waren tatsächlich schon dran und ich dachte, kann man einen kleinen Akzent noch lassen. Ne? Geil. Ja, also das ist... Soll auch sauber bleiben? Tatsächlich... Erstmal ist der Plan, ja. Also ich wollte eigentlich erstmal sauger fahren, weil ich habe ja von vielen Leuten gehört, VR6 klingt geil, fährt sich geil, gerade im Golf 2 halt, also fährt sich geil, nicht jetzt vielleicht auf der Rennstrecke, aber halt mal so geradeaus. Und das will ich erstmal erleben, weil ich bin tatsächlich noch nie VR6 gefahren. Also ich habe den jetzt, aber das erste Mal gefahren bin ich hier vom Hänger runter in die Halle rein. Bist du irgendwann schon mal VR6 gefahren? Nein, noch nie. weil man sagt halt zu den Dingern, die sind jetzt nicht so die stärksten Motoren, ne? Aber haben halt eine geile Charakteristik. Genau, also halt Spaß machen. Genau, weil es sind halt 2,8 Liter für das kleine Auto. Verrückt, ne? Fährt so und auf Drehzahl klingt geil. Und jetzt mal ganz ehrlich, das Ding hat einen 185er Reifen und ein Luftfahrwerk. Was will ich jetzt ein Turbo da einmal? Boah. Ja, ich spreche nächstes Jahr nochmal. City Slicks. Das Auto erinnert mich immer, kennst du bestimmt auch von K-Custom damals in Goliath. So, der hat den Golf 2, der ist am Wörthersee. Okay, war es ja am Wörthersee nicht. Ja, damals noch nicht. VR Turbo, somit der allererste VR Turbo. Ja, geil. So, und den ganzen Tag nur Räder drehen lassen. Hoch runter, erste, zweite, dritte, vierte, erste, zweite, dritte, vierte. Und du hast es immer so gehört, vom Parkplatz runter, erste gedreht, zweite gedreht, dritte gedreht. Und dann so beim vierten Gang sind alle immer hellhörig geworden, wenn der auch noch gedreht hat. Scheiße. Oh ja, der Mann. Der war allerdings, glaube ich, nicht Gold, sondern der war so ein bisschen silbermäßiger noch. Ja, das ist ja Polarsilber, also Originalfarbe. Mhm. War auch original so, der ist nur von außen neu geduscht. Mhm. Einstieg und so haben wir alles gelassen. Ne? Subaru-Projekt? Ich hatte sogar mal geschrieben, ne? Mal kurz, schnell ein neues Auto anfangen. Ja, das ist ja mein Herzensprojekt, weißt du? Also es lohnt sich nicht, das Auto, aber ich habe den halt vor 6, fast 7 Jahren das erste Mal gekauft. Dann
verkauft, weil ich Geld gebraucht habe. Und dann einfach so, du kennst es, du bist nachts auf eBay Kleinanzeigen, siehst ein Auto, denkst, boah, der sieht aus wie meiner. Ja, dann war es halt meiner. Dann habe ich ihn zurückgekauft, aber der wurde halt auf dem Acker gefahren, so wie man Subaru halt fährt, ne? Schön durch den Acker Rallye gefahren. Und jetzt versuchen wir den halt wirklich richtig, richtig schön mit unseren Mitteln halt wieder auf die Straße zu bringen. Hat Motorschaden aktuell noch, also Lagerschaden. Soll aber komplett gestrippt werden und so weiter? Ja, also Unterboden wurde schon komplett jetzt, also wir haben untenrum erstmal angefangen, alle Achsen raus, alles gestrahlt, alles gepulvert, Unterboden lackiert. Obenrum, ja, mussten natürlich komplett lackiert werden, innen, außen. Also das ist der Plan. Weil wäre auch ein Fall hier für Alexander fürs Entlackungsbad, ne? Ja, haben wir kurz überlegt, aber am Ende ist es so, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also die Reise wird dann sehr lang, aber für jeden, der so gerne geile Scheiße schraubt, kann ich es nur empfehlen, weil wenn diese Basis so aus dem Bad rauskommt, das ist schon krass, die Schweißarbeiten sind einfach so, du brauchst die Zersauber machen. Ja, ja. Du setzt die Flex an das Schweißgerät, kannst schweißen. Das ist, so, ne? Das ist nochmal das nächste Level, ja. Nicht mehr alles immer sauber kratzen. Ja. Ja, also beim Subaru, das ist der Plan, dass der nächstes Jahr irgendwann mal auf die Straße kommt. Aber da sind ganz, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Du bist ja jetzt eher schon länger in dem Game und hast wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erfahrung und auch Wissen. Aber bei uns ist so, ich fange Sachen an und ich weiß jetzt schon, wenn wir zum Thema Motor kommen, ich habe keinen Plan davon. Aber ich weiß, wenn wir da hankommen, dann werden wir das irgendwie schon regeln. So. Ja, aber dafür ist geil gebaut. Also, ja, dafür ist doch... Ist ja, da war es ähnlich. Ja, aber da habe ich halt, weißt du, dann kommen halt Leute wie Mari und die haben das halt schon dreimal gemacht. Ja. Und jetzt, ich habe da so crazy viel gelernt bei diesem Projekt. Und das wird beim Subaru hoffentlich genauso. Also ich finde, also für mich ist auch VR6 beste Motor für einen Zweier. Das freut mich. Da habe ich ja die richtige Wahl getroffen. Nein, im Moment hätte jetzt auch irgendwie 1.8T, 2.0T. Ja, oder G60 haben viele auch geschrieben. G60 so. Kommt wieder, auch wegen Geräusch. Ja, safe. So, G60 stimmt. Ich bin tatsächlich schon gefahren, G60. G60 stimmt, wäre auch was. Hatte ich noch nie, habe ich wirklich noch nie irgendwie Kontakt damit gehabt. Das wäre was gewesen, aber VR müsste auf jeden Fall Spaß haben. Ich also bin gespannt. Einmal 6 gucken wir nochmal an. Hallöchen. Schön zuhören, ne? Ja, jetzt wird was gelernt hier. Das ist jetzt aber reine Showcar, ne? Also das ist eben der Wagen, der nicht mehr auf der Straße ist, der einzige von unseren Autos, von meinen, unseren, wie man es halt sieht. Wie kam es dazu? Einfach nur, weil der Bock hat, es noch krasser zu bauen, extremer? Ich bin ja, wie gesagt, noch nie auf einer Messe gewesen, aber natürlich, als ich da angefangen habe, so, dann war ich mal, ich war bei Ultrace, ich war am Wörthersee und da siehst du halt dann die ganzen gefitteten Autos, ne, schön Kotflügelkante ins Rad gelegt und so mit den illegalen Mehrteilerfelgen irgendwie, mit super schmalen, rasierten Reifen und ich habe das halt ultra cool gefunden, hätte schon mal Bock gehabt, das auch zu machen, aber ich wollte jetzt nicht extra ein Auto kaufen, dafür, um es dann irgendwie einfach nur hinzustellen, aber ich hatte noch so zwei, drei Autos, die halt, die wollte ich nicht verkaufen, aber ich hatte auch keinen Nutzen mehr. Die standen halt rum. Und das ist halt eins von denen. Das ist das zweite Projekt auf meinem Channel gewesen. Mhm. Damals eben, wie du schon gesagt hast, in der Halle lackiert, als Daily auf Achse zu Treffen gefahren. Natürlich nicht in dem Ausbaustadium. Was war das erste Projekt? Das erste war mein Käfer. Das war ein 81er Mexiko-Käfer. Das wusste ich gar nicht, dass du den auch so das schon länger hast. Das war tatsächlich ich das allererste. Das erst ab da. Und gefittet heißt wirklich, das halt so passend hier zu machen, dass beim Ablassen genau sich das da richtig schön... Und du hast bestimmt auch dieses, nee, ich glaube, wir haben auch drüber geschrieben, dieses Fake-Video gesehen. Ja, ich hab's gepostet. Ich weiß nicht mehr, wie rum. Wo der nur so zeigt und am Ende hat er Seitenteile in der Hand und packt das dann nur so rein. Ne? Ja, aber das ist tatsächlich, wir haben, das darfst du echt keinem erzählen, Mann. Wir haben hier bestimmt 2 Zentimeter vom Reifen mit dem Cuttermesser weggeschnitten, weil der hatte eine Felgenschutzkante, das Rad und ja, jetzt nicht mehr. Ja, das ist weg. Siehst du auch noch rasiert. Alter, aber da sieht man mal, wie bescheuert man ist, dass man vom Reifen... Ja, deswegen ist ja, das ist wirklich nur so hinstellen. Vom Reifen so das Gummi wegschneidet. Auch das kannst du auch normalen Leuten gar nicht erzählen, weil das ist ja auch nicht in 2 Minuten gemacht. Ey, das ist richtig. Vor allem die Handgelenke haben uns wehgetan. So, ne? Gummi zu schneiden, das dann und einmal zu tief geschnitten, kannst du noch einen Reifen auch bestellen, weil dann sieht es halt wieder scheiße aus. Und krieg die mal drauf. Wir haben ja erstmal eine Woche gebraucht, bis die draufgeploppt waren. Und dann beim Wegschneiden gesagt, es darf aber nichts passieren, weil ich krieg die Reifen, das ist so eine Qual gewesen, die da drauf zu kriegen. Was ist das für eine Felgenbreite? Das ist 10 vorne und 10,5 hinten, 18 Zoll. Ethik kann ich dir gar nicht genau sagen. Haben wir ausgemessen damals mit Thomas von Radsatz, der ist da gekommen, hat alles gemessen, dass das auch wirklich dann am Schluss genauso passt. Ja. Jetzt ist von der alten Lackierung noch irgendwas über? Nee. Doch, die Einstiege, also wir haben nur von außen nochmal geduscht, von außen weil wir ihn ja verbreitert haben. Breiter gemacht haben. Genau, vorne GFK, so, hinten aus Blech. So ganz dezent so breiter mal so ein paar 10 cm reingesetzt. Ja. Weil ich dachte so, fitten ist geil, aber breit machen und dann noch fitten, da fand ich halt schon eine geile Idee. Ich persönlich mag ja Blecharbeiten eigentlich auch gerne. Ja? Also das ist eigentlich eine Sache, die weiß ich nicht, weil ich finde Blech ist dankbar. Weißt du, du kannst Mama draufhauen, kannst du unten wieder zurückhauen, kannst Schweiß schleifen und so weiter. Das war ein Sonntag, da waren wir beim Kollegen
Der hat das Ding in einem Sonntag uns rausgeschnitten, vorgezogen, Blech eingesetzt, verschliffen. Wir mussten nur noch, also nur noch, alles halt verspachteln und lackieren. Ja. Geht sowas theoretisch mit TÜV? Ja, safe. Geht sogar. Ja, also. Das hat er tatsächlich auch schon gemacht und auch nicht mal eingetragen, weil es ja aus Blech, also ich weiß nicht, was willst du da eintragen, so ist ja Blech. Verbreitert irgendwie. Ja, aber halt keine Teile oder so, du kannst kein Teil eintragen. Weil jeder würde sofort immer denken, oh nee, auf keinen Fall ist illegal. Also, aber du kannst ja keinen Teil eintragen. Dass das illegal ist, das weiß man relativ schnell, aber ich glaube auch, dass sowas tatsächlich irgendwo geht. Ja, hat er auch schon mit TÜV gemacht. Und halt, ne, das ist halt auch. Das war dann so die nächste Spinnerei. Da stand das erste Jahr ohne Flügel da. Und dann dachte ich, irgendwie muss der noch, jetzt ist er schon illegal, ich darf eh schon nicht fahren. Lass doch mal irgendwas machen, wo voll drüber ist. Wo kommt der eigentlich her? Also, aus Polen. Nee, also welches Auto ist der eigentlich gedacht? Ich habe keine Ahnung. Einfach nur einen Spoiler geguckt. Ich habe den von einem Polen aus der Garage abgekauft, als ich im Urlaub in Polen war. Ja, eure stand Polen-Trips sind eh durch. Ja, genau. Immer, ne? Und da stand der und ich so 80 Euro wollte haben. Sieht eher aus wie so ein GTR-Flügel. Ja, aber ich glaube, die haben viele auf Silvias beim Driften drauf. So, ne? Ja, aber in die Breite. Also, du musst ja überhaupt erstmal ein Auto haben, was so breit ist. Muss ja irgendwie vielleicht so Corvette oder irgendwie sowas. Ich glaube, der ist bewusst so, dass der übers Auto steht. Mhm. Ne? Plan für das Auto? Noch irgendwelche wilden Formen? Irgendwelche Ideen bestimmt, ne? Irgendwas. Ja, also die Scheiben sind nicht ohne Grund schwarz. Also der Innenraum könnte man noch ein bisschen Liebe vertragen. Aber ansonsten so von außen, ich würde den gerne so lassen eigentlich erstmal. Geil. So mal, wir wollen nicht alle Leute hier aufhalten. Hey. Die warten alle schon so lange. Das ist crazy, ne? Danke für die Zeit. Weiterhin viel Erfolg auf der Messe. Ja, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, und ich komme mal bei dir noch rum, wenn es okay ist, die Tage. Gerne. Sag einfach Bescheid. Geil. Wir sind hier. Mach's gut. Jetzt muss er ein bisschen hier Programme geben und ein paar Fragen beantworten. Ich krieg dein Mikrofon noch mit. Ciao, weiter so machen. Tschüss.